Gegen 4 der Top 5 hat der SV Tasmania Berlin eine Bilanz von 0 Punkten und 0 zu 18 Toren. Heute kam mit der VSG Altglienicke das nächste Schwergewicht ins Stadion Lichterfelde. Und die Gäste hatten gegen den Aufsteiger sicherlich 3 Punkte eingeplant, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Dementsprechend legten sie los und setzten Tasmania von Beginn an unter Druck. Der Aufsteiger wurde in der Anfangsphase regelrecht eingeschnürt. Die 3. Spielminute, der erste Angriff über die linke Seite mit Stefan Bremer. Doppelpass mit Skoda und in der Mitte läuft Manske mit, kommt einen Tick zu spät. Lukas Bär wird angeschossen und dann hat er das nötige Glück auf seiner Seite. Erster Trainer Carsten Heine sieht sein Team noch nicht dort angekommen, wo es sein könnte. Unter anderem bemängelt er zu viele Fehler im Spielaufbau, wie hier zum Beispiel den unnötigen Ballverlust von Inaler, und der ermöglicht Thomas Brechtler die Chance zur 1:0-Führung. Der Mittelstürmer nach seiner Rotsperre wieder zurück im Team hätte hier in der 13. Minute sein 2. Saisontor erzielen können. Tasmania kämpfte sich in die Partie hinein. Die erste Torchance gab den nötigen Rückenwind. Eberdemir mit der Hereingabe. Philipp Zeiger hat aufgepasst. Pascal Wedemann steht bereit für den nachfolgenden Eckball. Dieser kommt flach und Eberdemir. Und im Nachschuss Lukas Bär mit der 1:0-Führung nach 15 Minuten. Im 11. Spiel erzielt der Kapitän seinen ersten Regionalliga-Treffer. Beligu reagiert nicht bei dem Abpraller und Bremer kommt gegen Bär zu spät. Tasmania zum ersten Mal in Führung gegen eine Top-Mannschaft. Die 24. Minute. Tasmania nimmt Fahrt auf. Häusler macht hier eine etwas unglückliche Figur, verliert den Ball an Eberdemir, der mit viel Übersicht auf Brechler. Aber sein Schuss, leichte Beute für den Gästekeeper Leon Bettke. Altglienicke tat sich schwer gegen die gut verteidigende Tasmania. Hier versuchte es Florian Belegu mal aus der Distanz. Kein Problem für Robert Schelens. Dann erneut Belegu mit einem Schuss von halb rechts nach einer halben Stunde. Kurz vor der Halbzeit nochmal die VSG über rechts. Wieder mit Belegu, der schaltete sich häufiger in den Angriff ein. Seine Flanke zu lang für Manske, aber von hinten kommt Derflinger. Geblockt von Kaiser, der verhindert den Ausgleich. Mit der 1:0-Führung ging es dann in die Kabine und seine Mannschaft war voll im Soll. Carsten Heine brachte zur Halbzeit Orhan Yildirim für Paul Manske. Hier am Ball, er belebte das Spiel der Gäste. Hier setzt er Tugay Usan in Szene. Der hat freie Bahn, kann schießen und Robert Schelens hält die knappe Führung seiner Mannschaft. Bektic ist noch dazwischen, fälscht den Ball ab. Schelens pariert exzellent den Schuss aus kurzer Distanz. Kurz danach dieser Kopfball vom eingewechselten Felix Brückmann in der 75. Minute. Die Gäste dominanter im zweiten Durchgang, das ist Derflinger aus spitzem Winkel, aber zu spitz. Der verletzte Mert Seid sah seine Kollegen jetzt nur noch in der Defensive. Es gab kaum noch Entlastung für die Abwehr. Hier der quirlige Yildirim wird zu Fall gebracht von Kaiser, der sieht dafür die gelbe Karte. Eine gefährliche Freistoßposition an der Strafraumgrenze. Yildirim, ein Spezialist für diese Situationen. Bange Sekunden für den Tasmania-Anhang. Yildirim nimmt Maß auf die Torwart-Ecke. Robert Schelens entschärft diesen Schuss 3 Minuten vor Schluss. Das Spiel geht weiter, die Szene unmittelbar danach. Der Ball bleibt in der Gefahrenzone, wird nochmal in den Strafraum gespielt auf Brückmann und der Ball landet im Netz. Der 1:1 Ausgleich. Schelens läuft raus, kommt einen Tick zu spät gegen Brückmann und kann den Ausgleich nicht mehr verhindern. Felix Brückmann schraubt sein Torkonto auf insgesamt 5 Treffer in dieser Saison und ist damit bester Schütze seiner Mannschaft. Das Gegentor setzte bei Tasmania nochmal letzte Kräfte frei. Sie wollten es jetzt wissen. Der eingewechselte Gorje hier mit der Balleroberung, dann Kaiser von rechts und in der Mitte ist Cesai, aber der verpasst. Dann der Tempogegenstoß der VSG. Hier über links mit Yildirim, der auf Brückmann, kein Abseits, der ist frei.
vorbei an Schelens und vorbei am Tor. Das war die Riesenmöglichkeit, das Spiel in der Nachspielzeit noch einmal zu drehen. So bleibt es am Ende beim 1:1 Unentschieden. Die Bilanz der beiden Trainer. Natürlich, wenn man jetzt so kurz vor Schluss den Ausgleich erzielt, muss man damit auch erstmal oder darüber froh sein. Aber am Ende des Tages haben wir hier 5 Minuten verpennt. Aber ich muss auch ganz klar sagen, dass die Mannschaften alle in dieser Liga schwer zu bespielen sind. Das können alle Mannschaften sicherlich bestätigen. Und deshalb müssen wir weiter daran arbeiten, dass wir dann aber so eine Spiele am Ende dann auch möglichst nach Hause bringen. Im Endeffekt ist es ein Punktgewinn, auch wenn es auch jetzt ein Stück weit sich anders anfühlt, aber es ist schon ein Punktgewinn, muss man sagen. Die Jungs haben es sehr, sehr gut gemacht gegen den Ball. Wir wollten halt ein bisschen klarer, einfacher spielen und auch destruktiv und den Gegner keine Räume geben, um ihr Umschaltspiel zutage zu bringen. Und das haben die Jungs vor allen Dingen speziell gegen den Ball, ich würde sagen, über 90 Minuten gut gemacht. Man kann das halt nicht komplett verteidigen, dass der Gegner gar keine Torchance hat. Und deswegen ist es schon ein Punktgewinn. Tasmania rutscht ab auf Platz 15 und muss in 2 Wochen zu Lok Leipzig. Alt-Glienicke bleibt auf dem 4. Platz und empfängt dann Babelsberg 03.